Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von How to Beat Scum. So heißt das Ganze jetzt, habe ich gerade schon erklärt für die Twitcher, weil wir noch auf Lea gewartet haben. Wir haben die Serie jetzt umbenannt an How to Beat Scum. So, also ich starte mal rein. Ich habe eben schon gesagt, ich werde so ein bisschen nochmal alles wiederholen, weil ich habe natürlich die ersten zwei Folgen, da war ein bisschen viel an Informationen. Also, nochmal zur Wiederholung für euch aus der ersten Folge, das Wissen. Also, das Erste, was ihr haben müsst, ist auf jeden Fall, und das findet ihr immer in solche Steinhaufen. Das habe ich zum Beispiel nicht erklärt. Die gibt es überall in der Wiese, findet ihr die, da ist der Nächste, ne? Da könnt ihr noch Steine suchen. Das Erste, was ihr braucht, sind zwei normale Steine. Daraus macht ihr ein Steinmesser. Mit dem Steinmesser, falls ihr sagt so, ich brauche eine... Ich mag Speere. Dann braucht ihr ja sogar noch nicht mal die Axt dazwischen zu bauen, sondern ihr geht einfach hier zu einem Busch, macht den Busch klein. Was ihr daraus bekommt, kleine Stöcke und große Stöcke. Und aus dem großen Stock könnt ihr dann über die Produktion, über zwei, könnt ihr, das findet ihr alles hier oben, die ganzen Waffen, könnt ihr dann einen improvisierten, hölzernen Schwer bauen. Ja, ein Wunder ist geschehen. Ihr könnt sogar, wenn ihr irgendwann mal dann sagt, so, ich mache mir dann noch zusätzlich ein Seil und mache mir dann, nehme ich noch zwei Steine dazu, dann könnt ihr sogar den improvisierten Steinspeer sogar machen. Ne? Also, wobei man muss ehrlich sagen, der ist nicht viel besser als der normale Speer. Ja, dann gibt es noch den Metallspeer. Also Metall findet ihr auch alle Nase lang, wenn ihr Industriegebäude habt, wie da hinten das haben wir ja letztes Mal gelootet, dann findet ihr, ich glaube, ihr seht das mit dem großen Tor, jetzt seht ihr das so gerade über den Hügel rüber gucken, da hinten dieses etwas höhere Gebäude, so, da findet ihr normalerweise immer Metall oder in Autos, die am Rand liegen, da findet ihr auch immer Metall, dann könnt ihr sogar diesen Metall, imbrosierten Metallsperr machen, der also durchaus schon stärker ist. So, dann, wenn ihr aber sagt, so, ich stehe nicht auf Sperre, so wie ich, dann könnt ihr einfach hingehen, macht euch, sucht nochmal nach zwei Steinen, daraus macht ihr dann einen Axtkopf, macht aus den ganzen kleinen Ästen, die aus dem... Kein Axtkopf, erstmal Messer. Hab ich schon gemacht, Alia, da hast du nicht zugehört, danke. So, dann, ich glaube, es wird Tag und nicht Nacht. Ah, dann haben wir Glück. So, dann macht ihr aus den ganzen kleinen Stöcken, davon braucht ihr fünf an der Zahl, ein Seil. Und, wie gesagt, dann braucht ihr nochmal einen großen Ast, einen langen Stock. Und nötigenfalls braucht ihr dann einen zweiten Busch, den ihr klein machen müsst, um das alles zusammenzubekommen. Und damit könnt ihr dann eine Axt machen. Mit der Axt geht ihr dann zu dem Baum. Den Baum macht ihr dann klein, daraus bekommt ihr so... kleine Holzstücke, sag ich mal. Die macht er dann nochmal klein, macht da Bretter draus, macht über Rechtsklick. Das ist nochmal ganz wichtig zur Erklärung an der Stelle. Und dann habt ihr ein Brett und aus dem Brett könnt ihr dann einen Knüppel machen. Ihr findet in der Spielwelt eigentlich alle Nase lang Nägel. Der Knüppel kombiniert mit den Nägeln habt ihr einen Knüppel mit Nägeln. Sehr schön. Ein Knüppel mit Nägeln drin. Das ist natürlich dann schon für Nahkampfangriffe eine super Top-Waffe. Kleiner Tipp, den hatte mir die Schwarze Witwe, das ist einer der Admins, ihr habt ihr ja auch gehört, das ist der Engel. So als kleine Erinnerung an der Stelle, ihr könnt, das war ein super Tipp, einfach, wenn ihr nicht wisst, wo ihr die Äste oder den Stein hingelegt habt, macht ihr einfach einen Blueprint von der Kiste dahin und dann findet ihr das natürlich sofort wieder. Ihr müsst ja den Blueprint, könnt ihr anschließend wieder abbrechen, ihr müsst die ja nicht bauen, es reicht ja, dass der Blueprint da steht. Und ihr könnt das wiederfinden. Wenn ihr eher auf feinem Bogen steht, aus den kleinen Ästen kann man so schon Pfeile machen. Kombiniert mit Stein könnt ihr da schon bessere Pfeile machen. Stein und Federn, Entschuldigung. Und mit einem Seil und einem langen Stock könnt ihr einen Bogen bauen. Das Seil bekommt ihr, wie gesagt, aus den kleinen Stöcken. Auch das geht also alles relativ zügig. Und dann habt ihr schon eine vernünftige Fernkampfwaffe, eine vernünftige Nahkampfwaffe. Ja, ob jetzt Speer oder Knüppel, sei euch, wie gesagt, vom Geschmack frei ergeben. Warum Fernkampfwaffe, warum Nahkampfwaffe? Das habe ich
beim letzten Mal in der Folge 4, glaube ich, wenn ich es richtig, oder 5, glaube ich, 5 war es, behandelt. Na, also den Bogen nehmen, um einen Zombie aus einer Herde rauszupicken, um den ranzulocken. Ihr schießt den an, der wird aufmerksam auf euch, lauft euch auf zu. Dann könnt ihr mit ein bisschen Glück noch einen zweiten Pfeil setzen. Wenn ihr einen besseren Bogen habt, ist der dann meistens auch schon tödlich. Manchmal auch der erste, wenn es ein Heady ist. Ne? Und dann zückt er einfach blitzschnell den Knüppel und gibt ihn den letzten zwei Schlägen dann den Rest und er ist tot. Wenn ihr zu zweit spielt, so wie wir, ist das noch einfacher. Weil dann braucht der zweite Mann eigentlich nicht zu wechseln. Er behält einfach den Bogen und lässt den Kollegen dann den Nahkampf erledigen. Und schon habt ihr eine vernünftige Angriffsstrategie, mit der ihr dann auch ein Dorf schon mal angreifen könnt. Wobei wir da also jetzt bei dem Thema Loot Places nochmal wären, das auch zur Erinnerung. Als Loot Places solltet ihr immer nur so kleine Hausansammlungen nehmen am Anfang. Ihr könnt die ersten Weltkriegsbunker machen, nicht die richtigen Bunker, ganz wichtig, das müsst ihr unterscheiden. Das gibt es nämlich beides. Das ist nämlich dann der richtige Bunker, das ist ein High Loot. Da gibt es dann Bomben und alles, da solltet ihr ohne Schusswaffe fernbleiben. So, also dann. Denn da könnt ihr also auch schon Schusswaffen hören. Die haben zwar schlechte Qualität, aber ist für den Anfang nicht schlecht. Ihr müsst ja auch noch Magazine finden, ihr müsst Patronen finden. Das ist alles hier was komplexer als beim normalen Shooter. Also es ist alles nicht so schwer, nicht so leicht zu finden. Von daher solltet ihr das auch nutzen. Hochstände ist das nächste, wo ihr immer wieder nutzvolle Sachen findet. Kleidung findet ihr in den Dörfern. Wenn ihr die erste Grundausstattung habt, könnt ihr ja da auch loslegen, so wie wir es ja in der Folge 5 auch gemacht haben. Und schon seid ihr ausgestattet. Dann seid ihr etwa auf dem Stand, den wir jetzt auch haben. Ihr könnt aus Stoff ohne Probleme diesen improvisierten Cuva auf den Rücken machen. Oder den hat Alea noch, den improvisierten Rucksack. Ja, auch das ist halb relativ schnell und einfach gemacht. Auch die Teile findet ihr nötigenfalls auch in der Unterwäsche. Wobei wir da auch bei dem Punkt Unterwäsche wären. Damit könnt ihr, falls ihr dann doch mal eine Wunde habt, ihr euch ohne Probleme auch verbinden. So, und dann jetzt auch nochmal schnell zur Wiederholung. Ich weiß, ich bin schon 7 Minuten am Reden und vielleicht ist es jetzt schon wieder alles zu viel an Informationen. Ich weiß es nicht. Aber auch da nochmal drauf eingegangen, auf den Biomonitor, weil das ist somit eins der wichtigsten Tools, die ihr hier in dem Spiel habt. Hier seht ihr, ob ihr Krankheiten habt, wie in meinem Fall jetzt Unterernährung. Ihr seht hier oben, was ihr an Stoffen habt, Zucker, klar, Kohlenhydrate, Eiweiß etc. und welche Vitamine ihr habt oder auch nicht habt. Am Anfang habt ihr alles rot, das heißt, ihr müsst wirklich gucken, dass ihr euch ernährt. Ihr findet aber überall in der Landschaft halt Obstbäume, Gemüse, Pilze, mit denen ihr euch also für den Anfang gut eindecken könnt. Und in den Dörfern meistens auch schon solche Sachen wie Zucker, Brot, womit ihr also auch wirklich Nahrung massiv euch eindecken könnt. Wasser findet ihr eigentlich an aller Ecke. Das braucht ihr eigentlich nicht mitzuschleppen, gibt zwar auch Möglichkeiten für, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht wirklich, wofür man die braucht, weil eigentlich Wasser kriegt man auf der Karte überall. Es gibt überall Pumpen in jedem Dorf, es gibt Brunnen überall, es gibt die Flüsse, das Wasser kann man trinken, also Wasser gibt es hier wirklich genug. Aber achtet immer bei der Ernährung darauf, das Darmvolumen sollte immer mehr gelb als blau sein. Ansonsten bekommt der Durchfall. Das Magenvolumen sollte nie über die 100% rausgehen. Ist mir ja einmal letztes Mal passiert, ich glaube in Folge 2. Weil sonst müsst ihr euch übergeben, dann ist das ganze gute Essen nicht alles, aber zum größten Teil wieder weg. So, das war es zum Thema Wiederholung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch eine Waffe bei habe. Alea, hast du eine Waffe zufällig? Ja, du hast aber eine 100% Waffe, ne? Ja. Du hast ja die Pistole gekriegt. Ja. So, denn auch da nochmal Hinweis darauf, ihr könnt generell Waffen reparieren, es gibt also Reparatursets, es gibt auch weitere Sachen, genauso wie Munition, Schrotmunition, 22er Munition, ich glaube 50er Munition könnt ihr auch selber bauen, jedoch ist sie weniger effektiv natürlich als echte Munition und ihr müsst immer unterscheiden zwischen Sachen, die unter 50%, das ist jetzt was Neues sozusagen, wir sind mit der Wiederholung jetzt an der Stelle schon Schluss, unter 50% sind und Sachen, die über 50% sind, weil ihr könnt unter 50% Sachen nur immer bis 50% reparieren, die werden also nie 100%. Deswegen ist auch wirklich diese ganzen Sachen, die ihr in den
Ersten Weltkriegsbunkern findet, wirklich nur für den Notfall. Wirklich, wenn ihr wirklich in diese Zwangssituation seid, ihr seid im Bomber da mal reingetappt, weil ihr nicht wusstet, dass da gleich eine Tankstelle kommt. An den Tankstellen sind nämlich auch ganz oft Bomber. Ja, und ihr seid da mal reingetatzt oder seid in einen High-Loot-Bereich reingelaufen und wusstet nicht, dass es ein High-Loot-Bereich seid und habt deswegen einen Bomber am Hals. Da braucht ihr einfach eine Schusswaffe, weil, oder einen hochwertigen Bogen, weil sonst kriegt ihr den nicht getötet, er, der bei euch ist, und explodiert. Und das überlebt man in den seltensten Fällen, muss man einfach ganz klar so sagen. Eigentlich nur, wenn man Glück hat. Genau. Laufen nochmal der Hinweis, immer nur traben, also immer die erste Stufe laufen, ja, damit ihr keine Energie verbraucht, keine Ausdauer verbraucht, weil die zweite Stufe laufen, das echte Laufen, das Sprinten, ja, das verbraucht Ausdauer und das sollte man echt dann sich aufbewahren, wenn man irgendwie von einem Zombie verfolgt wird, damit man eine Chance hat, wegzulaufen. Es sei denn, man hat eine vernünftige Waffe. Genau. Entschuldigung. Thema Navigation, das habe ich letztes Mal etwas versämelt, das habe ich vergessen zu erzählen. Wie navigiert ihr auf der Karte? Also ihr seht immer eure Position an einem runden Punkt. Ihr seht nie die Position der Kollegen. Also ihr solltet schon euch immer ein bisschen austauschen, wo ihr gerade seid, damit ihr euch nicht aus den Augen verliert. Habt ihr ja letztes Mal bei uns in Folge 1 und 2 ja gesehen. Das ist ja dann schon mal passiert, dass wir uns aus den Augen verlieren. Da findet man sich, wenn man Pech hat, nicht gerade mal so schnell wieder. So, diese roten, größeren Flecken hier, das sind meistens die Dörfer. Die Hausansammlungen sind mehr so kleine Flecken. Bleibt der Stadt hier oben, das ist die Stadt, bleibt der fern. Auch so High-Loot-Gegenden wie hier der Flugplatz oder dieser Flugplatz hier, bleibt den Sachen fern. Da sind wirklich massiv Bomber, massiv Zombies. Da habt ihr eigentlich nicht wirklich eine Chance, da ohne hochwertigen Waffen da irgendwas zu reißen. Also tut euch das nicht an. Auch die Bunker, da kann man schon mal Glück haben, wenn man das richtige Timing macht, dass man vielleicht mal reinhuschen kann. Aber in den Bunkern sind auch massiv Zombies. Tut euch das nicht an, das muss nicht sein. Ja. Wo ihr reingehen könnt, also die Fabrikanlage hier zum Beispiel, würde ich auch nicht reingehen. Aber hier gibt es, da unten gibt es den Kiesbereich, die Kieswerk, da könnt ihr reingehen. Das geht auch mit Low-Level-Waffen. Sägewerk hier oben, da kann man reingehen. Also es gibt schon Orte, die man mit der Grundausstattung betreten kann. Wie gesagt, ein Dorf kann man betreten, aber die Stadt sollte man fernbleiben. So, das war das noch dazu. Reparatur von Sachen. Also wie gesagt, auch da nochmal jetzt kurz Wiederholung. Alle Nase lang findet ihr eigentlich irgendeine Art von Zombies. Aus den Knochen von den Zombies könnt ihr Nadeln produzieren. Ihr müsst nur den Zombie auseinandernehmen. Etwas eklig, aber der war. Und ja, dann könnt ihr die Knochen eben von dem verarbeiten zu Nadeln. Und man findet eigentlich relativ oft Fäden und dann kann man halt ein Nähset machen. Damit kann man seine Kleidung instand bringen. Man sollte generell eigentlich hier auch nochmal den Tipp, den hatte ich beiseite, so nebensächlich dann auch bei den letzten Aufnahmen schon erwähnt, ihr solltet, hier ist zum Beispiel so ein improvisiertes Nähset, ihr solltet eigentlich Kleidung unter 50% solltet ihr vermeiden. Das lohnt sich nicht, die anzuziehen. Man findet eigentlich alle Nase lang vernünftige Kleidung über 50%. Das würde ich gar nicht. Also das zu reparieren, ihr könnt es nur bei 50% reparieren, das bringt es nicht. Und man muss einfach sagen, die Inventarplätze in der Kleidung richten sich auch nach der Qualität der Kleidung. Das heißt, wenn zum Beispiel, ich glaube 90%, dann verliert ihr einen Slot von vom Rucksack beispielsweise, ne? Und ab 80% dann noch von der Jacke einen Slot. Also ihr verliert einfach Lagerplatz und der ist hier sehr, sehr wichtig. So, ich glaube, jetzt sind wir so ungefähr wieder da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich habe das mit der Kleidung und der Qualität und Reparatur der Sachen, habe ich jetzt noch zusätzlich mal erwähnt. So, jetzt geht's eine wichtige Sache, die wir letztes Mal nicht gemacht haben. Ich glaube, wir können es auch noch nicht machen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich gucke jetzt gerade mal. Nein, geht auch noch nicht. Also, warum dieser Unterstand, warum in einem Haus? Also das ist bei einem PvE-Server natürlich total irrelevant, ob der jetzt im Haus ist oder draußen ist, ganz klar.
Ihr müsst natürlich auch beachten, ne, die haben eine gewisse Haltbarkeit, die ist auf dem Official Server auch kürzer. Also ihr müsst auch gucken, dass er immer wieder dahin geht, instand halten drückt, damit sich diese Zeit wieder zurücksetzt. Aber warum dieser Stand auf dem PvP-Server im Haus? Ganz klar. Leider ist es so eine Unsitte von anderen Spielern, warum auch immer, diese Unterstände kaputt zu machen. Das ist natürlich eigentlich höchst unprofessionell und unkollegial zwischen Spielern. Aber leider gibt es das immer wieder, habe ich selber auch schon erlebt. Deswegen immer so einen Unterstand in ein Haus bauen. Natürlich noch besser, nicht unbedingt einen Unterstand hier direkt an der Straße. Es gibt da vorne, seht ihr zum Beispiel so einen roten Punkt, der so ganz alleine am See ist. Wenn man die Karte sich ganz genau anguckt, da ist auch noch so ein roter Punkt, so ein einzelner. Das sind Jagdhütten, die liegen meistens abseits von den Straßen. Da verirrt sich so schnell keiner. Das sind eigentlich geile Orte für einen Unterstand. Also da würde ich euch empfehlen, den Unterstand zu bauen, wenn ihr auf einem PvP-Server seid. So, jetzt habe ich ungefähr 16 Minuten nur gelabert. So, man kann so ein Haus auch besetzen. Aber dafür braucht man, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 100 Punkte. Ruhmpunkte, die haben wir natürlich noch nicht. So, jetzt kommt eigentlich das Thema auch Werkzeugkiste und so weiter. Wie man eine Fahne baut, wie man ein Feuer macht. Das machen wir aber alles erst, wenn wir wirklich ein Haus dann auch geclaimed haben. Lagertruhen kann man vergraben. Das machen wir auch dann nochmal extra. Wenn wir wirklich ein Haus geclaimed haben, damit ihr einfach auch seht, wie das geht. Das ist ja auf PvE-Server, ist das normalerweise natürlich unnötig, aber ja, damit ihr das einfach auch habt. Gut, es gibt. Weißt du noch vielleicht, die Schnitzeljagd? Ja, die war cool. Ja, da hatte uns der Admin vom Server auf den offiziellen Server mal besucht. Wir haben zwischendurch mal auf den offiziellen, einfach nur um es auszuprobieren, gespielt. Und da hatte er uns einen kleinen Streich gespielt. Und hatte eine kleine Schnitzeljagd quasi für uns veranstaltet und wir mussten dann eine vergrabene Kiste finden. Das war sehr, 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 sehr lustig. So, normalerweise, was jetzt hier so auf dem Plan steht, ist Selbstbau von Schusswaffen. Das geht nämlich auch. Aber das macht erst Sinn, wenn man auch wirklich Patronen hat. Und ich glaube, Alea, du hattest doch das Gewehr, ne? Aber du hattest noch keine Kohle. Du hast was? Die Desert-Igel. Genau, aber wir hatten doch auch eine, genau. Aber da hatten wir noch keine Munition zu, oder? Zu dem Gewehr. Nein. Ich habe vier Schuss. Vier Schuss. Vier Schuss. Von der 22er. Also, ich glaube, ich würde das erst, wenn wir so ein bisschen mehr an Loot haben, würde ich das gerne euch dann auch mal zeigen. Und würde dann wirklich jetzt einfach die Zeit nutzen, die wir jetzt haben. Und wird dann jetzt erstmal weitergehen und kriegt und wird dann wirklich hingehen und wir würden mal versuchen, ob wir zu so einem High-Loot-Platz, nämlich der Staumauer, ob wir da reinkommen, ob wir da was reißen, um auch mal ein paar vernünftige Waffen zu kriegen. Wir haben ja eine Schusswaffe, das heißt, ich denke, wir können das riskieren. Ich hoffe mal einfach, dass Alea schießen kann. Denk dran, dass du auch Patronen ins Magazin einlegst. Hab ich. Sehr gut. Da sieht man den Profi. So, dann lass uns mal gehen. Tür zu, Affe tot. Warte mal. Okay. So, also die Staumauer ist hier relativ in der Nähe. Deswegen hatte ich auch mit Absicht hier diesen Kurs eigentlich schon gewählt. Wir brauchen eigentlich nur Richtung Osten zu laufen. Dann sind wir auch schon in der Staumauer. Ich muss aufpassen, der schmeißt sie raus. Weil ich die gedreht habe. Ach so, ja, das ist so. Das ist auch so ein Ding, wenn ihr eine Waffe dreht, wenn ihr die ins Invi sonst nicht reinbekämt, dann steckt ihr die nicht mehr korrekt zurück ins Invi. Das heißt, dann passt sie dann nicht mehr rein. Dann passt sie nicht mehr rein, weil er versucht, die dann im korrekten Weg quasi reinzulegen und nicht in den von euch gewünschten Weg. Da müsst ihr auch aufpassen, da kann man auch ganz schnell mal ein wichtiges Item verlieren. So, ich hoffe, dieser Schnelldurchgang von dem, was ihr letztes Mal erlernt habt, das ist schon mal eine gute Sache. Wenn nicht, dann müsst ihr euch die Aufnahme von letzter Woche einfach nochmal hier bei Twitch angucken. Oder bei YouTube kommen die Folgen, also wie gesagt, ab morgen, ab morgen raus. So,
Also nochmal auch hier der Hinweis, ihr könnt immer mit der Steuerungstaste könnt ihr gucken, was für Nährwerte hat etwas. Das hier hat Vitamin C. Ich weiß jetzt nicht, was mir noch fehlt. B12 und B1 eigentlich nur. Und natürlich wirklich... Und CA. Ah, der Neuhaus ist da. Nabend. Ach ja, haben wir hier irgendwo ein... Dingens. Schuss? Ja, haben wir. Wieso? Ach, ich bin ein bisschen durstig. Also es geht noch über 92. Ja, Wasser habe ich 97. Eigentlich ganz gut. Ja, wir kommen ja zur Staumauer. Da fließt logischerweise ein Fluss. Ja, wir gehen ja auf die Staumauer. Ja, aber wir können natürlich kurz nach rechts wegschwenken und mal zum Fluss. Da unten fließt, da nehmen wir schon. Gehen. Warte, ich drehe schon mal nach rechts. Das ist ja kein Ding. Dann kann ich auch gleich mal auch dazu was erzählen. War hier nicht auch jetzt eine neue Anliegestelle, glaube ich, am Fluss hier oben unterhalb von der Staumauer? Boah, die haben den Fluss aber jetzt auch schöner gemacht. Da ist ja richtig hier vorne so ein seichter Teil. Ja, das sagte der Klaus ja, ne? Dass er an den der Vorhandenkarte in vielen kleinen Details dran gearbeitet hätten. Mhm. Das ist so eine Stelle, weil diese Stelle gab es vorher nicht. Also vorher war es einfach hier Gras und das war's. Aber hier jetzt so eine etwas seichtere Stelle, wo das Wasser so ein bisschen ruhiger dann auch läuft. Nicht schlecht. Finde ich schön. Ihr könnt natürlich, wenn ihr sagt, so ich möchte doch dann, wenn ihr zum Beispiel in den Bergbau geht, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Warum steht er jetzt nicht auf? So. Ich möchte da doch eine Trinkflasche mitnehmen, dann geht das natürlich. Ihr müsst dann nur zum Fluss gehen oder zum zu einem Brunnen. Rechtsklick, F festhalten, da gibt es hier den Befehl Fill. Und dann wird diese Trinkflasche gefüllt. Die können aber auch mit Benzin füllen beispielsweise. Ne? Also das geht auch. Da sollen wohl auch Chemikalien noch kommen. Oder wahrscheinlich, denke ich mal, wird dann irgendwann die Selbstbaubombe dann auch kommen. Wo man dann selber Chemikalien mixen kann. Also die Programmierer sind wild. Sogar so wild, dass sie sogar einen Baum in der Luft wachsen lassen. Guck mal. Wow. Ein Original-Fliegebaum. Ja, ich sehe. Und das ist ein Stück Admin-Arbeit hier. Also nicht Admin-Arbeit, Entschuldigung, Programmiererarbeit. Ne? Also da haben jetzt die Admin nichts mit zu tun und niemand was mit zu tun. Das ist ein Fehler der Programmierung. Der Baum wächst auf mir. Ja, du bist der Weihnachtsmann quasi im wahrsten Sinne des Wortes. So, das ist... Weihnachtsfrau. Oder Weihnachtsfrau, genau. Das ist noch nicht relevant. Es wird später, wenn es Krankheiten geben, werdet ihr euch zwischendurch auch mal waschen müssen. Ich gehe da mal jetzt hier ins Inventar mal kurz rein. Ihr seht nämlich hier immer, ne, die Kleidung ist also blutverschmiert, deswegen dieses rote Symbol. Die Kleidung hier ist nass, deswegen dieses blaue Symbol. Und man muss immer sagen, nasse Kleidung ist schwerer als trockene Kleidung. Und das bemerkt ihr tatsächlich, wenn ihr, je nachdem, was ihr da anhabt, wie so eine Gillihose, die ich anhab, da ist viel Stoff dran, die wird natürlich mächtig schwer, wenn die nass wird. Ne? Und das merkt man an der Kondition auch. Ich kann es kaum glauben, dass ich gerade wirklich mich traue, hier in diese Richtung zu gehen, ohne Schusswaffe. Ich hätte ja eigentlich das Gewehr ja ruhig mitnehmen können, aber 4 Schuss ist ja eigentlich für den Arsch, ne? Da sieht man es auch schon. Alea hat die Gillihose nicht an. Die läuft schneller als ich. Das ist einfach aus diesem Umstand gezollt. Seht ihr? Also sie hat bald auch die Trabgeschwindigkeit, genau wie ich. Also sie läuft jetzt nicht. Sondern hat einfach nur nicht die Gillihose an, die nass ist, sondern eine normale Hose an, die nass ist. Dadurch ist sie leichter und ist auch schlanker natürlich und dadurch ist sie schneller. Ja. Oh, sie haben das Zielkreuz jetzt schön gemacht. Blauer Punkt. Ah. Ja, ich meine, dass sie auch irgendwann Customize
Zielkreuze reinbringen wollen. Habe ich mal irgendwo in einem Forum gelesen. Muss ja immer vorsichtig sein. Solche Foruminformationen sind ja nicht immer wahr. Aber immerhin. Also wie ihr seht, normalerweise, das ist ein High-Loot-Bereich. Das heißt, normalerweise, wenn ihr auf dem Public-Server seid, ist hier auch ein Mesh. Den haben wir jetzt hier nicht, weil es halt ein Private-Server ist. Und die in den normalen Wochen wie jetzt die Mechs ausgeschaltet haben. Ihr seht diesen Zaun. Ihr müsst euch nicht wegen dem Zaun sicher fühlen, weil da ist überall hat er Lücken. Das heißt, ihr könnt nicht sicher sein, dass die Zombies nicht eine Lücke finden und dann doch noch zu euch kommen. Haben wir die Softcore-Woche erwischt? Weil ich sehe nicht einen Zombie hier. Oder es war schon jemand vor uns da? Ja, wir haben die Softcore-Woche. Wir hatten ja extra eine Woche später angefangen, wegen der Hardcore-Woche. So, und... Aber die Softcore-Woche ist doch immer erst eine Woche vor der Hardcore-Woche. Die kann nächste Woche ist noch nicht Hardcore-Woche, oder? Ja, ich irre mich. Ist immer Hardcore, normal und dann Soft. Du hast haben wir 2 Wochen normal. Alle 4 Wochen ist Hardcore-Woche. Du hast eine 3,57er, ne? Nicht eine 45er. Hm? Ja, ich habe 45er Munition gefunden. Hier ist nicht ein Zombie, das ist nicht normal. Vielleicht also auch hier auf dem Server nicht. Oder jemand war wirklich schon hier. Heute und hat schon alles hier platt gemacht, was nicht nudelnagelfest war. Ich habe hier noch eine Tech 1. Das ist eine 9mm, ne? Nein, hier. Die Tech 1 ist eine 9mm. Ach, eine Pampe. Hallo, mein Freund. Mal gucken, wie viel Prozent hat die denn? Ah, ist aber nur eine 36%ige. Aber es ist eine 36%ige. Kann man auch so formulieren. Da hat sich der Wegner hier schon gelohnt. Das habe ich nicht gehört. Brauchst du ein E-Set? Das ist so ein eingespieltes Teil. Das ist kein eingespieltes. Nein, das ist kein eingespieltes Teil. Sind die jetzt gerade respawned? Ja, ich habe auch gerade Tür zu gemacht. Mann. Das war jetzt ein bisschen gemein. Was? Jetzt müssen wir ja richtig krass aufpassen. Ah, da vorne kommt noch einer. Hast du nicht kommen sehen, ne? Doch. Mit dem meintest du. Ich dachte, du meinst vorne irgendwie ein. Sojasoße. Und Seife. Das ist die Seife, die wir in der ersten Folge vermisst haben, damit jetzt man also die dreckigen Tücher waschen können. Oh, hier ist Garn. Nein, wir haben noch 5 auf dem Reparaturpack. Was meinst du, sollen wir Garn mitnehmen? Können wir machen. Okay, dann lasse ich noch einmal Stoff liegen und nehme das mit. Ah. Pass auf, wo kommt der denn her? Der ist gerade von oben runter gesprungen. Irgendwo oben ist er runter gesprungen. Haben mich volle Kerne geschlagen. Dann respawnen die wirklich gerade. Solange kein Bomber-Zombie jetzt zufällig hier respawnt, ne? Ist mir ja noch alles gleich. Eine Mundharmonika. Man kann Musik machen hier im Spiel. Also man kann nicht nur angeln zum Freizeitvergnügen, sondern auch Musik machen. Haben wir auch schon. Sogar sehr schön, muss man sagen.
Naja, noch ein paar Versuchen. Ja. Schau mal, noch... da gab es den nächsten Freund. Da oben rennt er. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Na, die scheinen jetzt wirklich zu respawnen. Da hinten steht noch einer. Und meinst du, sollen wir einen ziehen? Ich weiß nicht, wo du den zweiten gesehen hast. Guck jetzt gerade mal hier. Also hier sehe ich nichts. Da hinten, ganz an der Mauer dran. Ist der zweite. Und dann lass uns erstmal hier den Weg an der Mauer lang gehen. Er hört sich wieder nah ran. Ah, er versucht rüber zu springen. Vollidiot. Ja, hamper die halb. Er hat mich geloot schon mal. Kann sich nur um Stunden handeln. Ui, eine Desert Eagle. Ah, jetzt kommt er. Ach, springt der da. Hey, der war doch nice. Was, ihn getroffen? Sah zumindest so aus. Nee, doch nicht. Doch, einer ist hier. Dann hast du ihn schon weggenommen. So, jetzt habe ich eine Desert Eagle gefunden. Hast du mal Platz für die Desert Eagle? Meine. Achso, die ist deine, die hier auf dem Boden liegt. Welche war das denn hier? Ach, das war dann auch deine. Ich habe ein Military Shirt jetzt gefunden. Ich weiß nicht, ob das mehr Platz hat. Ausrüsten? Nee, hat's nicht. Ausrüsten. Du hast ja auch schon ein richtiges Hemd, ne? Mhm. Hab ich. So, in diesen Kisten hier findet man normalerweise, wenn was drin ist, Militärgegenstände. Also Munition. Oder Hüter. Aber die sind alle leer, da wette ich drum. Ich wette, da ist uns einer schon zuvor gekommen. Ah, eine Handgranate. Aber dafür mache ich jetzt meinen irgendwie nicht leer. Ich habe noch Platz dafür. Oh, eine halb verrottete Banane. Und ein Benzinkanister. Das klingt so, als hätten wir wieder einen Fan gefunden. I'm walking, yes indeed, I'm walking. Between you and me, I'm walking. Before you come back to me. Ja, hast du getroffen. Wird ja langsam wieder. Dreimal getroffen. Sehr nice. Ach, der hat die Schluppen an. Willst du die haben? Die Weihnachtsschluppen? Die lagen hier. Ach so, die lagen schon da. So, ich glaube B12 und noch was brauchte ich. Aber ich glaube beides. B12 und B1. Wo kommt der jetzt? Da vorne. Ah, da. Ah, ist wieder. Also nochmal Stoffwechsel B1, B12. Doch, gut. Nein, hat's beides nicht. Und noch mehr Munition. Die können wir auch jetzt schlecht liegen lassen. So, also wir looten jetzt gleich hier noch weiter. Da könnt ihr aber morgen mit dabei sein. Ich ende hier mal jetzt die Folge. Die ist oder so schon was länger geworden. Aber zum Ausgleich zu den beiden kürzeren Folgen finde ich das auch absolut okay. Also von daher, bis morgen zur nächsten Folge von How to Beat Scum. Bis dann. Tschüss.